Yo, moin moin und willkommen zurück hier, selbe Stelle, neue Welle, Trevolos Let's Play. Ja, mit neuer Soundkarte melde ich mich zurück. Mir ist leider Gottes meine Soundkarte abgefackelt, mittendrin oder beziehungsweise irgendwo vor der Aufnahme, weil normalerweise lasse ich beim Let's Play Together, lasse ich immer das Ganze über zwei Soundkarten laufen. Das eine, ja eben halt, damit es keine Probleme gibt mit Fraps und so weiter, mache ich das halt immer über zwei separate Soundkarten und die eine von beiden, die ist mir beim letzten Mal leider Gottes abgefackelt. Darum hattet ihr keinen Ingame-Sound. So, ich werde jetzt mich hier erstmal so ein bisschen umgucken und werde hier erstmal so ein bisschen was reinhauen. Kohle und so weiter können wir gleich da mal reinboxen. Wir wollen ja hier schließlich noch weitermachen. Heiter weiter mit hier, ne? Wisst ihr schon, da und... Hast du nicht gesehen. Ja, ich will mal den alten Redstone-Fail, den wir da angefangen haben, oder den ich da angefangen habe, mit dem Marcel oder mit dem Levane, wie ihr ihn auch nennen wollt. Könnt auch Mäuselchen oder Schnuckelchen sagen, das stört ihn bestimmt nicht. Doch, das stört ihn ganz bestimmt. So, wir werden erstmal uns ein bisschen Kohle hier ran schaffen. Schaffen ist das Wort. Ja, was gibt's so Neues? Also, ach ja, da möchte ich nochmal zu sagen. Gestern war übrigens die Aufnahme-Session. Ihr habt heute, am heutigen Tage, habt ihr die erste Folge bekommen. Ja, genau. So, was gibt's Neues? Sonst so Neues, was ich noch erzählen wollte, wie auch immer. Ja, YouTube macht in letzter Zeit irgendwie, was es will, aber nicht das, was ich will. Wozu ich sagen muss, das kotzt mich im Moment richtig an, denn ich muss teilweise die Videos doppelt und dreifach hochladen. Warum muss ich das? Ich habe ja nun neulich beim Braututorial und ich hoffe, das hat euch gefallen übrigens, und die Folge des Tages, da habe ich dann ja festgestellt, dass das Ganze 55 Minuten lang ist. Da habe ich gedacht, hä, wieso sind das 55 Minuten lang? Ich in meinen Ordner geguckt, ja, nachgeprüft, so hier, ja, alles klar, nee, ist die richtige Folge. Dann so nochmal ein bisschen alles abgecheckt. Mir fällt gerade ein, Moment. Stellen wir das Ganze mal wieder auf einfach. Ich alles geprüft und gemacht und getan und ja, der Fehler ist definitiv bei YouTube zu finden. Denn irgendwas hat YouTube da beim Upload der Folge verkehrt gemacht. Ich weiß nicht was. Jedenfalls ist die Folge, wie ihr nun gesehen habt, doppelt so lang, als sie soll. Ja, und das ist ziemlich scheiße sowas, wenn ich sowas mal so sagen darf. Also mich hat das tierisch abgefuckt den Tag. Ich habe das Ganze auch noch nicht wieder neu hochgeladen. Das passiert jetzt parallel, während ich euch diese Folge präsentiere. Währenddessen lasse ich das gerade mal neu hochladen. So, also zumindest das Braut-Tutorial, so dass wenigstens schon mal etwas hochgeladen ist. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Ja, dass dem Levane da sein Headset abgeraucht ist, ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Mir ist die Soundkarte verreckt, ihm ist das Headset verreckt. Kurz nach der Aufnahme haben wir dann nochmal geprüft und geguckt und gemacht und getan. Ich muss mal einmal gerade gucken, kann ich das von hier noch sehen, wie viel Dispenser ich noch brauche. Kurz nach der Aufnahme haben wir dann nochmal sein Teamspeak überprüft oder hat er sein Teamspeak überprüft und ja, ungefähr 15 Minuten später hatte er dann auch wieder Teamspeak. Tja, ist halt dumm gelaufen. So, ich werde mir erstmal ein Flüppchen anmachen, ein Kippchen. Eine Zigarette, der alte Raucher. Ja, hier werde ich auch nochmal auf jeden Fall das ändern, dass das via Knopf ist. Das will ich in naher Zukunft irgendwann demnächst mal so gestalten, dass man mit einem Dingens daran kommt. Jetzt habe ich natürlich keinen, aber hier müsste ja eigentlich noch... Toll, ein Stein, 10. Ja, das ganze Gelumpe hier, das muss ich dann auch nochmal die Tage irgendwie... ja, was heißt die Tage, die Aufnahmen... Irgendwann demnächst mal so, ne? Müssen wir das Ganze hier auch mal wieder richtig richten. So, wenn ich das richtig sehe, fehlt uns dort hinten noch genau ein Dispenser. Den bauen wir jetzt doch auch noch, wenn wir noch genug Cobblestone haben. 4 hat er. Hier ist nix. Nix.
Dabei fällt mir ein, wahrscheinlich muss ich den Ullen Levane nochmal auf den Server holen und muss den nochmal die Endertruhe auspacken lassen, weil ich glaube, Entschuldigung, weil ich glaube, er hat die Endertruhe nicht entleert. Und ja, wie ihr in dem Video mitbekommen habt, ich wusste das ja nicht mal, dass das spielerabhängig ist mit der alten Truhe. Ich dachte immer, das hängt mit der Truhe zusammen. Ja, so kann man sich irren. Obwohl, nee, das hier scheint der ganze Inhalt zu sein. Sicher bin ich mir nicht. So, ich habe heute wieder so ein leichtes Aufstoßen. Das geht mir schon wieder richtig auf den Sack. Das kommt wahrscheinlich wieder von dem überdimensionalen Kaffeeverzehr, den ich mal wieder an den Tag lege. Ist halt so. So. Ach, und ist das schön. Ist das schön. Bis zum Ende des Jahres brauche ich nicht mehr arbeiten. Ach, ist das schön. Ist das schön. So. Nein, die nehmen wir mit. Plopp. So, und dann werden wir mal Flux die alten Dispenser hier oben noch reinfriemeln. So, einmal und zweimal. So, jetzt war ich doch eben gerade im Lager. Ach, verdammt, hätte ich doch gleich das andere Zeugs mitnehmen können. Hab ich. Einmal den Kameraden hier raus und einmal durch Erde ersetzen. So, wo waren wir hier unten jetzt stehen geblieben? Ach ja, der ganze Kokolores hier, der muss ja noch ruht hier. Naja, ob jetzt unbedingt alles raus muss, das ist natürlich fraglich. Aber, liebe Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier an dieser Stelle, damit ich das ungestört machen kann, einmal auf friedlich schalten. Und dann gehe ich einmal auf den Desktop. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da ist er auch schon wieder zurück. Alles klar, Audacity läuft. So, das Mikro nochmal kurz gerichtet. Alles klar, jetzt passt es. So, wir haben jetzt hier einen formschönen Keller. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal auf friedlich vorübergehen, weil, ja, ich habe keine Lust, dass hier, ne, Creeper, Zisch, Bang und so. Und ich möchte diesen Bau hier ein bisschen vorantreiben, weil ich habe mir so überlegt, während ich da unten den Keller ausgehoben habe, warum sollte ich nicht gegebenenfalls euch die Welt zum Download mal wieder anbieten, nachdem wir diese Folge hier fertig haben. Ja gut, das einzige Problem ist, bis dahin benötige ich auf jeden Fall einen neuen Hoster. Einer mit ein bisschen mehr Power unterm Arsch. Da könnt ihr mal was in die Kommentare reinschreiben, was man da denn so für Hoster nehmen könnte, um so eine Welt beziehungsweise auch so ein Texturenpaket hochzuladen. Na, da könnt ihr gerne mal mir Tipps geben. Also ich bin da auf jeden Fall für sämtliche Arten von Tipps dankbar. So, wir werden jetzt hier erstmal auf jeden Fall eine Fackel anbringen. Und da muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, hier muss einer rein. Und dann von da und dann so. Und ich glaube, dann kam der und sagt, nö. Nee, ich glaube, das muss so. So, dann. Das alte Rotgestein. Das Rotgestein, das packen wir dann hier mal so runter. So. Ah ja, jetzt weiß ich. So. Und hier dann. Ups. Na, so, und dann reicht das schon? Ja, das reicht doch schon. So, dann hier einmal so. Da. So, die Spur lege ich jetzt einfach erstmal nur hier lang. Ich habe hier den Fackelwahn noch glattweg vergessen. Da muss ja noch was. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Together-Aufnahme erwähnt habe. Also schön wird der Raum jetzt nicht gemacht, weil das hier ist für mich einfach nur so eine Art Schaltzentrale. Da sehe ich jetzt nicht das so unbedingt ein, dass ich das jetzt hier nochmal schön mache. Ich bitte da um Verständnis. Ach nee, ich bin Soldat gewesen. Da heißt das, ich bitte um harte und gerechte Strafe. So, habe ich... Nein, natürlich habe ich keine Repeater dabei, weil wir werden hier auf jeden Fall unglaublich viele Repeater noch benötigen. Da haben wir...
noch welche. 27 Stück. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Einfach mal bis hierhin gelegt. Das werde ich nachher sowieso noch teilweise oder stellenweise werde ich das sowieso noch mal abreißen, weil das ist da eigentlich viel zu lang. Ja, wo die Reise hinführt und so weiter, das wisst ihr ja schon, denke ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. So, 2 Redstone-Fackeln, das ist zu wenig. Da werden wir noch ein paar brauchen. Haben wir noch welche? Nö. Nö. Kolben. Kolben brauchen wir auch. Kolben sind immer gut. Hatte ich hier nicht irgendwo... Wie sagt der andere? Hör mal. Sag mal. Hör mal. Ofen. Ich habe eh keine Kohle hier. Also es ist im Prinzip eh egal. Egal. Dann bastel ich hier doch nochmal einen zweiten Ofen. So. Einfach nur der Symmetrie halber. Ich habe echt keine Kohle mitgenommen. Verdammt. So, die brauche ich. Den Eimer brauche ich. Die Eimers brauche ich erstmal nicht mehr. Die brauchen wir später. Später, wenn es später ist. So, das hier. Da zack, zack. Einmal die Cobbles rein. Kolben? Hebel? Weil Hebel werde ich später auf jeden Fall noch brauchen. Dann, so wie viel... Habe ich echt nur zwei Eimer hier? Ne, da sind die anderen. So. Eimer. Dann Redstone-Fackeln brauche ich... jetzt muss ich überlegen. 1, 2, 3, 4, 8. Also 6. So. Na, so. So, so. Und dann gehen wir hier wieder in den Keller. Und dann werden wir hier mal einfach so... Ja, machen wir einfach mal hier. Ich habe mir da jetzt keine Koordinaten, wo ich das in meiner Kopie aufgestellt habe. Habe ich mir keine Koordinaten oder so gemerkt oder aufgeschrieben. Ich hoffe mal, das geht einfach. Und dann bauen wir hier mal ein formschönes Vierfach-Flip-Flop hin. Mit Stone. Zack, einmal so dazwischen. Dann hier oben. So, dann haben wir ein, ja, ich weiß das immer gar nicht. Wahrscheinlich, wenn ich die Folge release, weiß ich es. Ich weiß immer gar nicht, ist jetzt oben das Abgangssignal oder unten? Doch, das weiß ich doch, natürlich. Oben ist das Eingangssignal, unten ist das Abgangssignal. So, und dann kommt die Fackeln. Ich glaube, die kommen wieder oben rum. Ich hoffe es. Ich hoffe es, das ist der richtige. Ist das jetzt der richtige? Das werden wir gleich sehen. Das ist der falsche. Der kommt über den Kolben. Ah, da habe ich immer so meine Probleme mit dem Fackeln setzen bei dem Vierer Flipflop. Da weiß ich immer nicht so zu 100%, wo das jetzt, wo jetzt der Eingang und der Ausgang ist. So, und wir holen uns jetzt erst einmal, die können wir mal so stacken. Wir holen uns jetzt hier erstmal das Signal. Wir brauchen auf jeden Fall viel, viel mehr Redstone. Viel, viel mehr. So, und ich glaube, so etwas, was ich hier baue, das wird euch bei kaum einem anderen Let's Player geboten. Natürlich bei einem, auf jeden Fall. Einer, der mir da gerade so durch den Kopf geht. Von dem ich das natürlich auch wieder hab. Von dem, da könnt ihr sowas natürlich erwarten. Aber ich sag mal so, bei anderen Leuten selbstverständlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geil! Und dann machen wir einfach mal einen ultimativen Test.
Einmal hören. Er hat geschaltet. Sehr geil, sehr geil. Okay, jetzt müssen wir hier gucken. Ich hatte hier unten, hatte ich nämlich, glaube ich, keine Repeater verbaut. Nee, da habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Das ist... Ja, warte mal. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Das ist... Jetzt muss ich nur überlegen, wie rum geht denn das Signal eigentlich? Nee, das Signal kommt ja von... Von hier. Ja, dafür muss ich erstmal wissen, wo ich welchen hinbaue. 4, 8. Eigentlich brauche ich 8. Ganz rechts. Ja, ich werde das jetzt mal ganz professionell, wie ich es so als ehemaliger Halbelektriker mal gelernt habe. Ja, kann man das so sagen? Halbelektriker? Ich weiß das gar nicht, ob man das so sagen kann. Also, ja, doch. Ja, ich glaube schon. Nee, das ist ja völlig falsch. Das muss ja... Halt, doch, die ist richtig. Oh, ein Schild. Krass. Machen wir aus dem Dschungel Holz. So, Workbench. Was wollte ich von hier unten eigentlich noch mitnehmen? Das reicht wohl. So. Nein, das ist da. So. Und dann die hier. Gut, das war eigentlich eins zu wenig. Ja, eins zu wenig. So, und jetzt halt drei zu viel. Und was wollte ich mir noch mitnehmen? Kohle. So, wir müssen dann auch mal wieder in eine Höhle, wenn wir hier fertig sind. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Da werden wir auf jeden Fall nochmal, ja, für ein paar Folgen in solchen alten Höhlen abgammeln. Weil, wenn wir da fertig sind, dann wird unser Redstone-Vorrat nicht nur arg geschrumpft sein, sondern ist nicht mehr da. Vermute ich mal einfach. So auf blauen Dunst. Würde ich das mal einfach behaupten, dass der Redstone... Der Bedarf ist dann immer noch da, aber wir werden dann keinen Redstone mehr haben. So. Ach, hat genau ein Stack gebracht. Ach, na guck. Dekoration ist falsch, Ausrüstung ist richtig. Bei Ausrüstung kommt die Glücksspitzhacke rein und dann gehen wir wieder zurück. Ja, das Ganze jetzt halt auch friedlich, damit wir das Ding ungestört zu Ende bringen können. Weil, der Bau wird wahrscheinlich noch viele, viele Folgen kosten. Und vor allem wird mich das Ganze wahrscheinlich noch viele, viele Nerven kosten. So, Kohle hatte ich jetzt ja geholt. Nein, hier nicht. Nein, hier auch nicht. Jetzt die ganzen Kohle, da habe ich die. Ah, 2 Stacks. Ja, machen wir 32 und 32. Das passt schon. Weil für irgendwas anderes bräuchte ich das ja eh nicht. So. Wie benenne ich die Felder denn jetzt? Erstmal. Ich würde sagen... 1, 2, 3 und 4. Ah, das Tropenholz wollte ich holen. Richtig. Na, egal. So. Das hier ist jetzt 1. Das ist 2. Das ist 3. Und das ist 4. So, jetzt ist das halt abhängig von den Ausgängen, beziehungsweise Eingängen. Nein, Ausgängen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passt genau. Dann ist das hier jetzt 1. So, das muss halt mit ein bisschen bedacht sein, nicht? Dann machen wir hier so. Und das ist dann hier. Da brauche ich auf jeden Fall einen Repeater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau das Eckding, das ist blöd. Dann setzen wir den hier hin. Und dann ist das hier Nummer 2.
So.